Als Geschäftsführer der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, zuständig für die Lizenzierung von privaten Hörfunk und Fernsehen in Bayern. Was können Sie denn über die neue Medienmacht in Bayern der neuen Medienhäuser beobachten? Ja, wir können beobachten, dass insgesamt schon die alten Tageszeitungsverlage immer etwas stärker werden, weil uns viele Einzelkämpfer aus den früheren Jahren wegbrechen, keine Lust mehr haben und dann die Medienhäuser in diese Lücken hineingehen. Aber es gibt auch gegenteilige Entwicklungen, wo beispielsweise ohne Tageszeitungsverleger sich aus einem Hörfunkhaus ein Fernsehhaus zusätzlich entwickelt und eine Zeitung rausgibt, die zweimal die Woche erscheint mit redaktionellen Inhalten und ins Online geht. Das heißt, es gibt nicht nur eine einseitige Entwicklung bei Medienhäusern.